Moin Leute, ich bin der Micha und ich wollte euch mal den Fuhrmannsknoten bzw. Trucker Switch zeigen. Da kann man nämlich kann man in verschiedene Versionen knüpfen. Zwei gute und eine weniger gute. Und da will ich euch mal ganz kurz die Möglichkeiten zeigen, die es gibt. Jo, wenn ihr Lust habt, bleibt ihr dran. Ich bereite mir eben das Seil vor und dann geht das auch gleich los. Der Fuhrmannsknoten ist folgende. Das Seil hier kommt jetzt von dem anderen Baum. Mal ein bisschen lose machen. Da macht ihr jetzt einfach eine Schlaufe. Zack. Und nehmt das Ende, das zum Baum führt, und führt das da durch. Und schon habt ihr einen sogenannten Slipstick. Grob gesetzt Schlupfknoten, weil ne, schlupft so wieder auf. Gut, also Schlaufe durchziehen, stramm ziehen. Ne? Jetzt kommt das lose Ende hier durch. Wenn das nicht über den Baum hängen bleibt. So. So sieht das jetzt aus. Ne? Das hier ist der Slipstick. Das Ende kommt vom Baum. Könnt ihr schön stramm ziehen und so festmachen. Und so festmachen. Habe ich hier mit zwei Fingern oder drei festhalten, das lose Ende darüber und Schlaufe ziehen, ist das fertig. Und damit man das jetzt nicht außersehen wieder aufzieht, wenn hier jemand durchs Lager läuft und er beim Seil hängen bleibt, nimmt man einfach das rückliche Ende, zieht das da lose durch, man kann auch keine Knoten außersehen aufziehen. Und dass es auch wirklich hält, zeige ich jetzt. Da geht das hin. Ja. Hält Bombe. Ist jetzt nur ein bisschen an der Baumrinne nach unten gerutscht. Aber es ist ja auch nicht zum. Also die Kamera eingewickelt, für vertikale Belastung, sondern für Zugbelastung ausgelegter Knoten. So, das war Version 1 und gleich kommt Version 2. Vielleicht soll ich euch auch zeigen, dass mir der Knoten auch leicht wieder aufkriegt, nachdem der auf Spannung saß. Zieht ihr das Sicherungsende aber durch die Schlaufe durch. Nehmt das Ganze gestrippt aus dem Seil raus und wieder mal da gezogen. Dann kommt das ohne Gestrüpp. Voilà. Na, hier durch die Schlaufe. Es geht natürlich einfacher, wenn man da jetzt keinen Knoten ans Ende gemacht hat. Und zack. Ist der Knoten wieder auf. Ohne Probleme. So, und gleich kommt Version 2. So, upsala. Jetzt kommt Fuhrmannsknoten Version 2. Die ist auch relativ einfach. Ihr nehmt das Knoten von dem festen Baum. Ein bisschen um den Finger, wickelt es ein. Am besten haben wir eine so ein bisschen fest. So eins, zwei, dreimal aufwickeln. Dann das festhalten, dass sie wieder aufgeht. Dann das Ende zu dem anderen Baum, wo ihr spannen wollt. Da als Schlaufe durch. Und stramm ziehen. Hält schon mal. Das ist ein sogenannter Clinch-Knoten. Da
dann halte ich das ein bisschen, auf, ne? Ein bisschen fest, dass es nicht wieder auseinander geht. Dann das andere, das lose Ende, das um den anderen Baum führt, wo ihr spannen wollt. Da durch. Und dann einfach wieder über dem ersten Knoten stramm ziehen. Festhalten. Schlaufe bilden. Fest. Hier die, es sei denn, ich jemand an der Rinde haken würde, wäre das jetzt auch stramm. So. Schlaufe fest. Dann hält. Jo. Und dann geht auch noch relativ einfach wieder auf. Hier gezogen, da gezogen, da gezogen. Fertig ist. Geht super einfach. Und gleich kommt Version 3. Da hole ich mir eben ganz kurz was und dann geht das weiter. Südele. Jetzt habe ich wieder Strom. So, jetzt kommt Version 3. Die unter Umständen nicht ganz so gute Version vom Fuhrmannsknoten. Kann man auch nur mit Seil knüpfen. Ist dann aber doof, zeige ich jetzt. Ihr macht wieder die Schlaufe, wie vorher die anderen, ne? Erstes Mal auch. Nehmt jetzt aber das Ende, das von dem anderen Baum kommt, und führt das so durch. Gesehen? Müsst ihr jetzt schon mit dem Ende, das zum anderen Baum, wo ihr Spannung drauf bringen wollt, führt, stramm ziehen. Das ist jetzt ein sogenannter Mahlspiekerschlag. Kann man jetzt so machen. Ich zeige das mal eben ganz kurz. Wenn ich jetzt das andere Seil da durchnimmt, ich mache es jetzt absichtlich als Schlaufe, damit ich das schon wieder auseinanderkriege. Wenn das jetzt da durchführe. So. Und da Spannung drauf bringt, gesehen? Ich mache das nochmal auf. Ich mache das nochmal auf. So. Noch sieht das alles gut aus. Aber wenn jetzt da Spannung drauf bringt, zieht sie die Schlaufe nämlich fest. Ne? Und je nach Seil könnte es eventuell schwierig werden, das Ganze wieder aufzukriegen. Ihr seht, ist nicht so einfach. Na? Müsste gleich. Da ist er. Der Knoten sieht auf den ersten Blick genauso aus, funktioniert aber ganz anders. Deshalb Schlaufe bilden oder mit dem Ende, das zum anderen Baum führt. Dann habt ihr da die Spannung drauf. Dann bleibt die Schlaufe offen. Gut, aber wie gesagt, es geht auch mit dem Mahlspiekerschlag. Mal so, wenn ihr einen Karabiner nehmt oder einen Eisenring oder irgendwas Stabiles, ne, dann hat das allerdings auch den Vorteil, wenn man jetzt längere Zeit spannen muss, quasi das Ding als quasi Flaschenzug verwendet, ist hier die Reibung am Seil nicht so groß, hält das Seil besser. Im Prinzip ist ja genau dasselbe. Ja. Ne? Ist nur wesentlich elastischer das Ganze. Man könnte jetzt natürlich auch, sieben Flaschen zu bauen. Bleibt mal ganz kurz dran. So. Auch hier einfach den Schlaufenknoten Karabiner einhängt. Der ist jetzt ein bisschen winzig, aber für Demonstrationszwecke wird das reichen. Dann könnt ihr euch ganz prima Flaschenzug improvisieren. Ein bisschen weiter weg. Ja, einmal dadurch.
den Karabiner. Wenn ihr wollt, geht ihr euch den auch nochmal durch. Da kann man da richtig schön Spannung drauf bringen. So, den möchte ich jetzt gar nicht ziehen, weil die kleinen Dinger halten jetzt nicht so viel. Ich glaube maximal 80 Kilo. Und das hat man hier leicht erreicht, wenn man hier so zweimal umlenkt. Jo. Gut. Dann hatten wir jetzt dreimal Fuhrmannsknoten, einmal Flaschenzug. Und ich denke mal, das soll für dieses Video mit Knoten auch reichen. Jo. Gut. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut.